So, moin moin Leute, der Cartman am Zocken für euch. Ich dachte mir, ich spring mal auf den Hype-Train auf und spiele mal eine Runde Watch Dogs mit. Ich stehe ja persönlich extrem auf Open-World-Spiele und schau mal, ob es die Erwartungen erfüllen kann oder nicht. Schon viel gehört von Hendrik, der meint, ja, schwammige Steuerung, jetzt nicht so der Burner. Aber wir wollen uns mal selber davon überzeugen und schauen uns doch mal die ganze Geschichte an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, okay, in Flitzebogen. Na gut, Aiden, dann los. Ich häng mich rein. Und worauf ich absolut stehe, ist die Synchronisation. Die ist mir schon im Trailer aufgefallen, so sehr, sehr gelungen. Schauen wir uns mal an die Geschichte hier. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. So was brauche ich in Wirklichkeit. Wir sind die Zauberer der Moderne. Dann kommt nur mal. Trotzdem nicht. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Wetten, das geht schief. Wetten, das geht schief. Scheiße. Ah. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für ein ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Schalte ab. So wieder sagen, boing! Fehlermeldung. Keine Rückmeldung. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Sollen wir mal noch sehen, mein Freund. Gibt's ja Rambazamba und dann ist ja mal dicht. Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese
Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Sitzt blutend und sterbt da und willst immer noch nicht erzählen. Was für eine Dumme. Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich, töte mich doch. Das sind ja... Erinnerst du dich jetzt? So, mal die Maus noch ein bisschen anpassen, ja. Das war ganz schön... Wenn der Baseballschläger so effektiv ist wie bei DZ, hätte ich eh schwarz gesehen für den. So, da blinkt ein Telefon auf dem Boden. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ah, musst du gedrückt halten. Ich kann nicht mehr weglaufen. Ich muss echt weiter. Ah, Steuerung. Müssen wir noch mal ganz kurz ins Menü gehen, weil ja, die Maus ist im Menü schneller als im Spiel. Das ist bemängelt worden schon von vielen Leuten vorher. Und es ist wirklich sehr unangenehm, wenn man dann plötzlich ins Menü ist und ist die Maus extrem schnell. Aber man will spielen und der dreht sich nur ganz langsam. Also sehr, sehr unangenehm die Geschichte. Wir können sogar einen Getränkeautomat einhacken. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Was können wir denn hier noch machen? Noch eine chemische Komponente. Medizin haben wir hier. Ein bisschen umgucken, ja. Mit T kann ich die Waffe, glaube ich, wegstecken. Ja, das klappt. Ja, Steuerung ist wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Was haben wir denn hier? Geld gefunden. Wäre ja nicht so, dass wir als Hacker kein Geld haben, aber... Oh, alle tot. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Geile Stimme. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Die passt so absolut nicht zu den Typen, die Stimme. Aber schon die mega geil. Wo warst du überhaupt? Ich... musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Die passt gar nicht, Alter. Aber die ist so geil. Das entschädigt. Das entschädigt absolut. Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. Ist so dolle auf den Kopf. Achtes Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es hier finster. Ja, wenn wir mal alle angerufen dafür. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Ah,
Ah, okay, man kann so schnell von Deckung zu Deckung hüpfen. Okay, und rechts sieht man wohl, wo die hinschauen. Hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbang. Ich seh mich jetzt nicht. Verstanden. Wir schicken die Spur. Sie sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum töten die sich gegenseitig? Und warum man kann die... Das ist ja krass. Also Sichtkontakt hat, kann man wohl schön... Ah, klettern kann er. Das ist wie bei Assassin's Creed hier. Sehr gut. Profiler aktivieren. Warum muss ich jetzt hier machen? Ah, hier die Tür hacken. Okay. Ah, das ist die nächste Kamera. Und die Kamera muss dann... Okay, es geht hier immer so rei rum. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Oben haben wir noch eine Cam. Da ist ein bekannter Viceroy in der VIP-Lounge. Lass uns das überprüfen. Und die öffnet die Tür. Mach mal Halbland, Speedy. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung haben. Ah, man kriegt ja sogar Daten mitgeteilt. Das ist wie alt und so. Cool, cool. So, jetzt haben wir hier wieder einen auf Stealth. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. So, jetzt haben wir eine chemische Komponente, Elektroteile. Was haben wir denn da? Achso, ja, das ist ein bisschen komisch gemacht. Das ist mit der Maus so ein bisschen. So. Achso, muss ich noch auf herstellen. Also bitte. Ja, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Ja, so, du musst da was hin. Sehr gut. Zack, zack. Ah, hat eine Affäre mit seiner Kollegin, der kleine Schlingel. Ich muss hoch, verdammt. Ist vermutlich nichts. Stehen ja nochmal. Das habe ich schon gehackt. Verdammt. Kann ich nochmal so einen Köder herstellen? Da ist doch schon hier der Köder. Sogar sein Einkommen sieht man. Ah, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Shit. Boah, das hat er gesehen, oder was? Unfassbar. Ich war zu langsam. Ich hätte vor der Treppe hochgehen müssen. Boah, was ist das denn hier für lange Speicherpunkte? Na gut, wir wissen jetzt, wie wir es machen müssen.
Täter sie den Speicherpunkten übrigens zurück. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn dazu bringe. So, jetzt machen wir es richtig. Wir lenken den jetzt ab und dann zack, zack, zack hoch. So hätten wir es machen müssen. Auf keinen Fall. Hey Sie, Sir. Boah, sind noch mehr. Das ist ja, kommt Scheiße, hierher. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen das kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er wenn verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit hey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Ah, hier einen dicken, fetten Stadion oder was? Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS mit einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Na, vorne steht da schon einer, der so aussieht. Kamera. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Trophen im Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Damit okay, hängen Sie da schon hin. Wir werden gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Okay, ist da oder so, warum? So, wie sieht man eine einzige Waffe hat, aber. E zur Herstellung Fähigkeit drücken. Ich habe doch E gedrückt! Ah, das war's schon. Ach, du musst sie nur anzapfen mit Sicherheitsfreigabe. Alles klar. Tja, jetzt ist ja leicht Spaß, würde ich sagen. Oh, jetzt probieren, go! Ah, sehr gut. Und ab. Sehr gut. Zack, 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 zack. Yeah. Was kann man denn hier hacken? Ein bisschen Ablenkung wahrscheinlich. Aber wir wollen jetzt mit dem Pferd nicht reiten. So. Wo bist du, Johnny? Was? Weg. Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Hat er uns ein Fahrzeug besorgen. Mal gucken, wie die Fahrphysik so ist. Ich hab gehört, die soll nicht so gut sein.
Schlendern wir mal ganz cool hier raus. So, das wäre ja niemals gewesen. Ah, Stromausfall, Scheiße, wer war dafür nur verantwortlich? Ist doch dämliche Vollmongo, das auch war, ja. Mann, Mann, Mann. Hat vielleicht einen neuen Wagen. Zentrale Verdächtiger nicht mehr in Sicht. Okay, ist ein Suchgebiet. So, go, 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 go. Pizzeria. Oh, ich muss immer umgucken, wie weit ist er da. Da! Oh, das denke ich, Klassiker! Das Liebste! Ist das hier so ein Mitsubishi, soll das wahrscheinlich sein, so ein Lancer. So, jetzt kommt nochmal die Steuerung für Dumme. Yeah! Lass den Chips zurückgucken. Deine Mutter fährt rechts ran. Ah. Verdammt, da steht er doch einfach so im Weg, der Idiot. Die Fahrphysik. Also wer das von GTA kennt, der wird sich auf jeden Fall was anderes wünschen. Shit! Verdammte Scheiße! So, jetzt mal von der Hauptstraße runter! Ampeln hacken! Was ist das da? Ich hab gehört, hier gibt's eine Abkürzung! Keine Chance, dass er uns entkommt. Scheiße, wo ist er hin? So, let's go, 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 weg, 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 weg! Avancia 725, David. Wir brauchen das ist ein Fluch erfolgreich. Endlich hab ich den verdammten Schuss. Ich muss ihn zum Leben bringen. Aber wie? Ich hab ihn hart angepackt. So, was ist der Brunner? Ich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Okay, jederzeit möglich, drücken Sie M, um die Weltkarte zu öffnen, drücken Sie, um eine GPS-Markierung zu setzen. Naja, so, das ist jetzt quasi wie bei GTA. So. Was ist das denn für eine geile Karre? Ja, ich hab, lass mich! Ja, die doch nicht mit Drogen, ihr Affen! Ja, so geil ist die Karre gar nicht. Verdammter Mist! Kopf zu! Lass mich rein hier! Dein Dach hat übrigens totale Scheiße drauf! Oh, was ist das denn hier? eBay Sportauspuff oder was? Go, go, yeah! Oh Gott, das ist hier 1-2er oder was? Gott. Für weit sah die Karre echt besser aus. Oh, nächster Song, ey. Ja, was war das denn? Los jetzt hier und die Kehrtwende ist ja. Yeah. Also ich hör's mal die Frage für Physik hier tatsächlich gewöhnt. Hab!
Oh, verdrückt! Oh, wie komme ich jetzt hier hoch und sind. Ah ja, springen. Was war das? Was war das? Ach, sprengen! Ich hab sprengen gelesen! Oh, WTF! Alles klar! So. Ich hab gehört, ihr geht so hoch. Jetzt hab ich das Prinzip verstanden. Alles klar. Gut. Sorry. Na, das Klettern, das sieht ganz nach Assassin's Creed aus. Aber ist ja nicht so, dass ich das schlecht fand. Aber wir hören noch ein paar schöne Zwischendialoge. So, mal ein Getränk hier, das kann ich wohl nicht hacken, oder was? Reicht sie, versteckt sie, als wie die letzte Rotzbude hier. Der Typ von Transformers hier, der. Er kommt der doch, Schwarze. Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn. Der mir sehr gut gefällt. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax. Dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaube ich. Oh, er liebt uns, ja. Hm. Den finden wir schon. Dann hauen wir uns schön die Zähne aus der Fresse. Bei so einer Wohnung da musst du aufpassen mit den Pappwänden, ey. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Fähigkeitsbau. Was haben wir denn hier alles? Das Hacken. Also ich kann nur das eine auswählen bis jetzt. Tor und Garage. Dies wird wirklich ein Punkt erwärmen. Joa. Achso, es geht weiter hier. Brücken. Ich denke mal, Brücken sind ganz gut, ja? Los, kaufen wir uns. Was gibt's denn hier noch? Hochbahnsteuerung, ja, weiß ich nicht. Was haben wir hier noch? Poller sind geil. Die habe ich im Trailer gesehen. Will ich haben. So. Läuft. Geldautomaten, Hackboost. Ja, den brauche ich in Wirklichkeit. Gucken, ob wir was lernen können. Zusatz-Agu, ja, drauf geschissen. Wow, was haben wir denn hier alles? Fahren, Hecken, Kamen, Fährgestell, alles klar. Jetzt hab ich die alle verpratzt hier, naja. Was haben wir hier? Zufällig in meiner Wohnung elektronische Teile gefunden, Wahnsinn. Ihr versteckten Ausruhen ändert sich die Tageszeit, ihr Fokus wird ausgefüllt und ihr Spiel wird gespeichert. Außerdem wird ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt. Ja, okay. Na, wir ruhen uns doch gleich mal eine Runde aus hier.
dann ist, denke ich mal, Folge 1 soweit durch. Und... Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordi Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Story ist auf jeden Fall gut rausgearbeitet. Hier kann man sich wohl umziehen, oder was? Ausgerüstet, okay, Brief da, ja, okay, man kann nicht so viel. Aber hier kann man sich dann letztlich bestimmt auch umziehen. Müssen wir mal schauen, ja, wie das hier so weitergeht. Ist auch nicht gut, wenn der Beamer den ganzen Tag läuft, ja. So. Zeit einstellen. Oh, um 10 Uhr, Langschläfer. Gut, dann legt er sich da hier hin, der Idiot. Egal. Oh, jetzt träumt er noch. Das gucken wir uns mal an. Pony, was ist Pony? Oh, hier kommt die Motorradfahrer mit Movies. Der war doch wohl nicht etwa mit dabei. Fast wie Willi in DZ, der seine Tochter verliert. Oh, hat's schon kommen sehen. Maurice erkannt. Der kleine Bastard. Sechs Jahre war sie alt. Ich will mich nicht so an sie erinnern.